Saigas sind ganz außergewöhnliche Tiere. Sie sind extrem an ihre Umgebung angepasst. Minus 40 Grad Celsius im Winter mit gefühlten Temperaturen, die wahrscheinlich bei minus 60 Grad liegen. Bis hoch auf plus 45 oder sogar 50 Grad im Sommer. Kein Wasser, kaum Futter, außergewöhnlich. Man muss diese Tiere bewundern. Menschen wären hier nach ein paar Tagen in großen Schwierigkeiten. Aber dieses Tier überlebt einfach, Jahr ein, Jahr aus. Big trouble. This animal just survives year in, year out. My name's Richard Koch. Ich heiße Richard Koch. Ich bin Tierarzt für Wildtiere. Ich arbeite als Professor am Royal Veterinary College in London. Und das Gesicht. Die Saige hat ein sehr merkwürdiges Gesicht, als käme sie vom Mars. Es ist anders. Die Tiere haben eine ganz eigene Schönheit. Die liegt in ihrer Form, in ihrer Farbe, in ihrem Winterpelz, in ihrem Sommerpelz und wie sie einen ansehen und die Geräusche, die sie machen. Und wenn sie in Panik geraten. Diese Nase leistet Großartiges. Sie kommunizieren damit. Die Kälber werden manchmal viele Kilometer weit von der Mutter zurückgelassen. Das Kalb macht ein Geräusch. Und irgendwo in der Steppe wird die Mutter das hören und zurückkehren. Das alles sind spezielle Anpassungen. Das Volumen und die Frequenz sind wichtig für die Distanz, die der Ton überbrücken muss. Sie laufen bis zu 70 Kilometer pro Stunde. Sie sind tatsächlich eine der schnellsten Antilopenarten. Sie durchqueren dieses gigantische Land, sogar in gewisser Weise den Kontinent. Das ist was Besonderes. Ja, sie sind faszinierend, aber verletzlich, wie wir feststellen mussten. Es ist ein Vergnügen, mit ihnen zu arbeiten. Und wir bleiben noch bei Richard Koch und den Saiga-Antilopen.